Waldläufer. So. Habt ihr das gehört? Ja, wir gehen wieder in diese Höhle. Wir probieren's. Servus. Marco der Blutige. Wir haben schon gegen ihn verloren. Er war unser erster Tod. So. Blutjäger, das halte ich von dir. Wir haben viel gelernt, muss ich sagen. Also, Stärke. Das ist dein Ende. Sehr gut. So, wir werden ihn verhören. Zeig mir, was du kannst. Ich kann das da. Ich hole mir jetzt alle Informationen hiervon. So.
Sag mir, was du weißt. Du wusst alles so viel. Jetzt haben wir bald alle fünf. Was weiß ich jetzt von dir noch? Oh, ich kann der Gierige. Na gut. Sehr schön. Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sie schon in Dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Gräulich? Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchtes Gejammer. Jetzt macht euch wieder an die Arbeit. Wenn der Anführer euer Gejammer hört, wird euch die Köpfe abschlagen. Vielleicht tut er uns allen einen Gefallen und fängt mit dir an, du Jammerlappen.
kann ich hier, Gelaer Mordor. Der Schmied bringt doch nur ein. Vielleicht da jemand. Der Waldläufer. Tschüss. Ja, ein von vier hat mich getötet. Da haben wir einen Nebenquest, das werden wir auch gleich machen. Zeit sind sie gegenüber ihren Führern genauso gefährlich wie gegenüber allen anderen. Der Grabwandler würde es nicht wagen, hier aufzukreuzen. Gegen unsere geballte Kraft. Du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, müssen wir es ja tun. So, du bist mal der Erste. Willst du uns wirklich alle retten? Dann gib nicht auf. Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Und tschüss. Sehr schön. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich konnte nicht noch eine einzige Latrine für diese Kreaturen errichten. Danke. Der Sklave flieht! Habt ihr das gehört? Du warm! Okay. Gleich die nächste Mission. Schutzschild machen! Jetzt
Komm schon! Okay. Okay, wie ich die jetzt bekomme, weiß ich nicht. Okay, das ist aber sehr gut hier. Also wir müssen es jetzt abliefern, aber... Hier kommt ein Ende!
Waffen. Okay, es hört nicht auf, also nein. Wenn wir hier mal abhauen. Kannst du uns nicht alle töten, Abschaum? Er ist da oben! So. Was für eine Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Haut. Ist ja schon wieder was gefunden? So, mal schauen, was wir da haben. Also für Schwert, also von Dolch ist das schon. Das ist für Schwert. So, einen Fähigkeitspunkt. Hebe ich mir mal auf, diesen Punkt. Über Jahre standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschrien. Jage die Jäger und ihr Meister wird sich zeigen. Okay. Yeah!
So, das war der fünfte Jäger. Hui! Das sieht ein bisschen heftig aus. Ja, okay. Kann man das verschieben vielleicht? Flag. Okay, ich lese mal gerade die. Okay. Uruk sterben die ganze Zeit und wohl Grab gestohlen haben. Sehr schön, dann können wir das so einsammeln, weil... Wenn wir einander hätten vertrauen können, hätte Hilgo uns vielleicht nicht verlassen müssen. Vielleicht wären wir gemeinsam auf die Rückkehr Saurons
uns vorbereitet gewesen. Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein. Sehr schön. Hambas Schleichangriffen sofort getötet werden, das haben wir natürlich gleich ausgenutzt. Es waren nur mehr 4 Häuptlinge. Also gesagt 3. Der Rasende, den werden wir auch gleich machen. Der Häuptling herrscht mit Angst über sein Gefolge. Aber wir zeigen ihm, was wahrer Schrecken ist. Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst ihn nicht in eure Köpfe. Bleibt standhaft und kämpft. So, auch noch Elbenschüsse, also Elbenschüsse. Aber wie lassen wir die jetzt verschwinden? Na gut, ich werde nochmal rausgehen. Ein bisschen weiter und die Folge mal beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao.